Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gerade aufgestanden, ich bin noch extrem müde und fertig, aber es war eine extrem lange Woche. Heute ist Sonntag. Ich bin allein in der Wohnung, weil der Jakob gerade arbeiten ist. Der muss heute arbeiten am Vormittag und kommt dann und muss dann am Nachmittag zu einem anderen Job, den er jetzt bekommen hat. Ich gebe euch jetzt mal ein Update, weil es hat sich schon einiges verändert in der Wohnung. Und zwar, es sieht zwar immer noch auf dem Boden chaotisch aus, aber wir haben schon sehr, sehr viel geschafft. Wir haben einerseits das Bett komplett fertig, hier unten eben mit den Bettbeinen. Dann haben wir meinen Nachttisch abgeholt und meinen Schminktisch. Die haben hier perfekt Platz. Hier oben kommt noch ein Regal mit Bildern. Hier kommt ein Spiegel hin. Also hier ist ein Spiegel, aber hier kommt ein größerer Spiegel hin. Der ist jetzt provisorisch, der hat, wie ihr seht, der ist jetzt nicht so groß. Ich hätte gerne einen großen mit einem schwarzen Rahmen. Und der Kasten ist auch so gut wie eingeräumt, auch noch nicht wirklich fertig. Bei der Küche hat sich eigentlich nicht viel getan, außer dass wir eine mega gute Mülltrennung haben. Also, genau. Was ich auch mega gut cool finde. Ich habe mir jetzt goldenes Besteck geholt. Ich finde, das sieht so schön aus. Ich habe gerade eben schon mein Müsli damit gegessen. Und ja, hier hängen diese zwei Regale. Hier haben wir eine Uhr gekauft, hier ein paar Bilder. Da kommen noch andere Bilder hin und genau. Dann hier, auch noch nicht fertig. Hier habe ich so einen Bilderrahmen mit ein paar Fotos, wo wir auf den Malediven waren, raufgegeben. Ist auch noch nicht alles komplett fertig. Hier wollte ich so eine Schale für den Schlüssel, aber die gefällt mir jetzt noch nicht wirklich. Kommt noch was anderes hierher. Hier geht's weiter. Hier sind auf jeden Fall mal alle Kartons weg, was auch schon mal sehr, sehr gut ist. Hier mache ich mal die Rollo auf, weil dann ist es ein bisschen heller. Genau, hier der Couchtisch. Da kommt noch ein sehr, sehr großer Teppich hin. Das kommt weg, also das bleibt hier nicht und das wird auch noch ganz anders aussehen. Und genau. Aber im Großen und Ganzen sieht es schon mal ein bisschen wohnlicher aus. Im Bad hat sich eigentlich gar nichts verändert. Und ja, ich freue mich so darauf, heute den Tag hier zu verbringen. Heute mache ich mir mal einen komplett angenehmen Sonntag. Also ich werde nicht allzu viel machen. Ich werde mein Video zu Ende schneiden. Ich werde mich aber auch schon ein bisschen für die Uni anmelden, für die Vorlesungen oder mir das Ganze mal anschauen. Und ja, dann muss ich mir langsam aber sicher einen Lernplan zusammenschreiben, weil ich habe in 1,5 Wochen meine Prüfung. Ich habe ja Recht nicht bestanden. Deswegen muss ich das nochmal machen. Und was auch noch dazu kommt, ich habe jetzt Nachhilfeschüler. Also ich gebe jetzt Nachhilfe an 2 Personen. Und da freue ich mich auch schon mega. Da habe ich morgen und übermorgen. Genau, also muss ich dann noch die Woche planen. Das fange ich jetzt auch wieder regelmäßig an. Und jetzt mache ich mir mal einen Kaffee. Schaue noch ein YouTube-Video zu Ende. Ich schaue mir gerade die 4. Episode von den Camper Trip von Anna Johnson, Lisa Marie Schiffner, Moritz und Tim. Wann musst du die Woche arbeiten? Gar nicht, oder? Sonntag. Nächste Woche.
Ich habe jetzt das erste Mal seit langer Zeit wieder mal meine Woche geplant. In den Ferien habe ich das ein bisschen vernachlässigt, aber welcome September auf jeden Fall. Wenn ich das Video hochlade, dann ist es schon Mitte September. Heute ist der 6. September, morgen ist Montag. Ich fange morgen Lernen an oder ich werde mir das Ganze mal organisieren. Ich mache mir da null Druck, also ich gehe das wirklich ganz gechillt an. Dann muss ich das noch wegen der Studienbeihilfe regeln. Das ist ein Punkt, den werde ich euch noch erzählen in meinem neuen YouTube-Update-Video. Dann habe ich eben morgen Nachhilfe, die Zeit machen wir noch aus und Fitness möchte ich auch gehen. Genau, Nachhilfe muss ich auch wieder geben hier. Arbeiten muss ich am Freitag und am Samstag. Da gibt es übrigens auch ein Update. Ich glaube, ich drehe mal ein ganzes Update-Video. Ich habe so viele Updates, was ich euch mitteilen möchte. Genau, ich bin gerade so beim Strukturieren. Es kommen dann auch wieder Back zu Juni-Videos. Also ich glaube, die werde ich nächste Woche drehen. Ich freue mich auch schon extrem drauf. Ich muss noch die perfekte Position finden, wie ich so meine Uni-Videos drehe, weil so ist es zu dunkel. Ich glaube, ich muss einfach hier auf die andere Seite gehen. Und irgendwie, ich muss echt sagen, also ich bin dieses Jahr ja gar nicht weggefahren. Also was heißt dieses Jahr, diesen Sommer. Wir waren ja im Februar waren wir in Thailand, aber im Sommer waren wir nicht weg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das schon sehr fehlt. Also so das Meer oder einfach so eine Woche Erholung. Und ja, ich fühle mich nicht ganz so erholt, muss ich sagen. Ich hatte auch ziemlich viel Stress jetzt die letzten. Bei mir startet die Uni ja wieder am 5.10. Ja, beim Jakob hat sie eigentlich schon längst wieder angefangen, weil der ja die Bachelorarbeit schreibt. Übrigens, der Jakob ist jetzt eigentlich dann in jedem meiner Videos drin. Der ist jetzt übrigens auch wieder hier. Der war gerade arbeiten und der ist jetzt auch wieder gekommen. Und wir werden jetzt noch klären, was wir mit diesen Regalen hier machen. Also dieses Regal hier wollen wir vielleicht sogar ins Schlafzimmer stellen. Und dieses Regal hier würden wir eventuell... Sollen wir das da lassen, das Regal? Ich finde, das passt ganz gut da, oder? Aber ja, aber wir brauchen auf jeden Fall nur Türen oder wir müssen da irgendwie ja, uns irgendwas überlegen. Stimmt, ja. So schaut es nicht so gut aus. Und da, ja, okay, mein Schreibtisch passt hier aber auch nicht rein. Ja, ist viel zu klein. Ja. Sehe ich auch gerade. Hey. Muss man noch was überlegen. Ja, gar nicht so einfach. Und ja, der Teppich, da schauen wir auch gerade nach, wo wir den am besten kaufen. Ich möchte so einen schwarz-weißen haben. Ich glaube, ihr wisst alle, was für ein Teppich ich meine, den man gefühlt überall auf Instagram sieht. Ich habe den schon immer so gern, also ich finde den so, so schön. Und der passt hier perfekt rein, finde ich, weil hier alles so grau und schwarz ist. Und der Teppich wird das Ganze so gut aufhellen. Deswegen würde ich mir den auf jeden Fall sehr, sehr gerne holen. Es ist jetzt 11.40 Uhr, der Jakob hat schon Hunger, deswegen mache ich jetzt was, weil der hat ja heute arbeiten müssen. Und ich mache jetzt, zeige es euch gleich, was ich mache. Zwar etwas, was ich noch nie gemacht habe und schon sehr, sehr excited bin. Also da gebe ich jetzt einfach alles raus, was wir da so haben, Zucchini. Ja, ich mache das jetzt eigentlich komplett provisorisch, also ich habe gar keinen Plan. Und zwar mache ich hier solche Bieterbrot, also so Kebab, veganes. Und da habe ich auch noch so veganes Fleisch gekauft. Ja. Genau, das mache ich auch noch dazu. Das ist jetzt unser Essen. Und zwar ist das so ein Biederbrot. Das schneidet man auf der Seite auf. Dann haben wir hier so Kebab, veganes Kebabfleisch, Tzatziki und genau. Das hole ich in der Mitte, oder? Ja, genau. Ah, okay. Also das müssen wir auf der Seite aufschneiden. Die Situation schaut so jetzt aus. Ich schaue jetzt gerade ein bisschen Trash-TV, also Love Island. Oh, ich muss noch mein Laptop anstecken, aber ich lade auch nebenbei noch mein neues Video online. Das habe ich gerade fertig geschnitten, also ein bisschen fleißig war ich auch. Der Jakob ist jetzt arbeiten gefahren und ich mache es mir jetzt als Projekt, dass ich ein bisschen das Chaos beseitige. Wir haben heute beide so einen Chiller-Tag gemacht, nichts für die Wohnung gemacht, wie man sieht. Ich bin auch gar nicht hergerichtet.
Ich werde jetzt das Chaos, was hier noch ist, komplett aufräumen, bis er wieder kommt. So, jetzt sieht das Ganze auch schon besser aus. Ich habe auch den Spiegel geputzt. Und ich habe mich auch in Fitnessklamotten geschmissen, weil ich mache jetzt ein Workout, ein Homeworkout. Und freue mich da schon drauf, weil ich habe mich heute den ganzen Tag nicht bewegt. Und deswegen, ich habe zwar keine Matte dabei, aber ich nehme einfach das hier. Lege mir ein Handtuch drauf und mache mein Workout. Übrigens habe ich noch gar keinen Stuhl für meinen Schminktisch. Ah, wieso ist das nie fokussiert in letzter Zeit? Vielleicht hatte ich die falsche Einstellung drin, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich jetzt mein Workout. So, ich bin jetzt frisch geduscht, Haare gewaschen und ich habe jetzt ehrlich gesagt schon Hunger. Deswegen werde ich mir jetzt, glaube ich, auch was zum Essen machen. Eigentlich wollte ich auf den Jakob warten. Es ist jetzt 6 Uhr, also ja. Wir haben um 12, glaube ich, Mittag gegessen. Deswegen habe ich jetzt echt schon Hunger. Es ist jetzt mittlerweile auch schon dunkel. Der Jakob kommt jetzt gleich heim und ich mache ihm jetzt was zum Essen. Also ich habe ihm auch ein paar Nudeln und diese Brote da von Mittag mache ich ihm jetzt warm. Er hat gerade geschrieben, er kommt in 4 Minuten, fährt er los. Das heißt, ich mache ihm das jetzt, weil ich eine gute Freundin bin und damit er gleich was zum Essen hat. Er hat bestimmt auch Hunger. Und dann, boah, ich bin schon so müde. Irgendwie, ich hatte schon lange nicht mehr so einen typischen Sonntag, also wo ich einfach mal nichts gemacht habe. Hat echt gut getan, aber man fühlt sich dann irgendwie auch richtig fertig, kommt mir vor. Also ich auf jeden Fall. Und ich mache ihm das jetzt so fertig. Ich freue mich auch schon mega auf die neue Woche. Irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Ich kann nicht gut mit Veränderungen umgehen, ist mir aufgefallen. Also ich finde es gut, ich finde Veränderungen gut und ich finde auch, keine Ahnung, ich finde auch irgendwie, Veränderungen braucht man im Leben, aber ich brauche dann immer so meine Zeit. Ich habe übrigens nasse Haare, also meine Haare sind nicht irgendwie fettig oder so, ich habe nasse Haare. Ich brauche dann immer so meine Zeit, bis ich irgendwie das so verstanden habe und bis ich das so verarbeitet habe. Und dann kann ich mich erst freuen. Aber ich habe mir so gedacht, weil ich, nein, bei YouTuber, also halt, ich kenne sie nicht persönlich, aber halt so vom Sehen her, die zum Beispiel in ein anderes Land oder in einen anderen Kontinent gefahren sind, geflogen sind und die ganze Familie und Freunde so hinter sich gelassen haben. Ich denke so, also ich möchte irgendwie auch die Welt sehen, aber ich könnte das nicht so einfach machen. Also ich glaube, mir wird das halt echt schwer fallen, weil ich halt so voll der Gewöhnungsmensch bin oder Gewohnheitsmensch. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir das gemacht haben. Natürlich, ich freue mich ja auch extrem. Also ich fühle mich auch immer wohler. Ja, nur bin ich halt ein extremer Gewöhnungsmensch. Bin immer schnell überfordert mit Situationen. Ich hasse es zum Beispiel auch. Also ich habe ja mein Studium gewechselt. Und ich habe es, also ich habe es voll gemocht, weil bei meinem alten Studium hatte ich Freunde. Ich wusste ganz genau, was auf mich zukommt. In meinem alten Studium hatte ich Freunde. Ich wusste die Professoren, ich wusste, wie ich lernen muss. Oder keine Ahnung, man kennt sich dann halt schon auch ein bisschen aus. Und ja, deswegen hat es halt voll Überwindung gekostet, bei mir dann mein neues Studium anzufangen. Weil es dann halt wieder von Anfang an
neu war. Ich kannte keine Person und ja. Und Leute, es ist einfach 7:45 und es ist so dunkel draußen. Seit wann? Oh mein Gott. Ich muss gerade noch eine gute Position finden, weil irgendwie ist es mir das ein bisschen zu dunkel. Es ist so besser. Aber ja, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie immer wohler. Und ja, ich kann es irgendwie kaum abwarten, so das Leben hier zu verbringen. Und ja. Ich habe es irgendwie auch noch gar nicht so gecheckt, dass ich jetzt wirklich eine eigene Wohnung habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Videos sehen wollt von mir. Also natürlich, jetzt starten dann auch wieder die Uni-Videos und so weiter. Aber ich möchte auch gern eure Meinung wissen, ob euch irgendwas fehlt auf meinem Kanal oder was für Richtungen ihr gerne mögt bei mir. So, der Jakob ist jetzt wieder hier. Und ich mache mir jetzt so eine Frisur über Nacht. Also ich kann leider gerade nichts sehen, weil ich meine Brille nicht auf habe und meine Linse nicht drin habe. Aber ich mache mir jetzt so eine Frisur, die ich über Nacht habe, um am nächsten Tag Locken zu bekommen. Die habe ich auf TikTok gesehen. Ich probiere das jetzt mal. Keine Ahnung, ob das jetzt klappt. Aber ich habe mir eben zuerst die Haare gewaschen. Und ich schaue mal, ob das so klappt. Hast du irgendwo ein Haargummi von mir gesehen? Bei meinem Schminktisch? Ja, meistens raus. Wie viel brauchst du? Zwei brauche ich die. Also da ist mal eins. Schatz, hier ist ein Foto da. Oh mein Gott. Ich weiß, dass das was will. Ich möchte nämlich so schöne Locken haben. Wa? Irgendwie mit dem hier, das kommt mir so unstabil vor. Wie haben die das denn gemacht? Oh mein Gott. Das ist jetzt die fertige Frisur. Ich bekomme gerade die Tür nicht mehr auf. Ich werde euch im nächsten Video zeigen. Oh mein Gott, ich werde euch im nächsten Video zeigen, wie das Ganze dann aussieht. Ich habe. Ich sehe aus wie so eine. Aus Heidi, der Film. Also ich werde euch im nächsten Video zeigen, was da für Locken rausgekommen sind. Und ich würde hier aber auch diesen Vlog beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und ich würde mich selber da nach oben freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bye!